Liebe Freunde japanischer Armbanduhren, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und stelle euch heute eine ganze Serie an tollen Taucheruhren von Citizen vor. Das sind ProMaster-Modelle mit der Bezeichnung NY0120 oder die letzte Zahl kann sich je nach Farbvariante auch ändern. Das sind Uhren, die dem historischen Challenge Diver nachempfunden sind, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ich möchte euch diese Uhren jetzt nun mal näher vorstellen. Ihr seht sofort, Automatik Divers steht da drauf. Also wir haben hier eine Automatikuhr mit einem automatischen Kaliber. Das ist das 8204 von Citizen. Eine Weiterentwicklung eines Kalibers, das schon sehr, sehr viele Jahre bei Citizen zuverlässig seinen Dienst tut. Und mittlerweile über Handaufzug und auch Sekundenstopp verfügt. Die Modelle hier haben alle einen Durchmesser von etwa 41 mm, eine Dicke von 13,7 mm. Also sind keine riesengroßen Uhren, aber es ist die ganz normale Größe, wie sie zum Beispiel auch eine Seiko SKX hat. Die Dicke ist schon ordentlich, das ist also schon eine Uhr, die schon ein bisschen Substanz hat, verschwindet also nicht am Handgelenk und ich finde die wunderbar gemacht. Ich sagte eben, die ist dem Challenge Diver aus den 70er Jahren nachempfunden, das ist die sogenannte Fujisubo oder Seepocke genannt. Wir sehen hier genau wie das historische Vorbild und die tolle Titan-Version, die im Sommer rausgekommen ist, hat auch diese hier die Zeiger der Fujisubo, also auf dem auffälligsten ist hier der Mercedes-Stil-Stundenzeiger, halb skelettiert. War zur damaligen Zeit absolut üblich, das so zu verwenden. Und diese Uhr zitiert also jetzt keine Rolex, sondern zitiert die historische Uhr aus den 70er Jahren. Einen relativ geradlinigen Minutenzeiger und ganz schön finde ich den Sekundenzeiger im Lollipop-Design. Also, dass die Leuchtmasse an der Spitze ist und nicht an der rückwärtigen Seite. Als Datum haben wir hier in der Variante einen, Moment, verschraubte Krone. Wir haben hier eine echte Taucheruhr. Datum haben wir Tag und Datum hier schwarz auf weiß bei dieser Variante. Die Variante hier ist die NY0129 07 LE. Ihr seht direkt den Preis, das ist keine besonders teure Uhr hier. Das sind Einsteiger-Automatikuhren, die aber ultra viel fürs Geld bieten. Also, das ist die 129 hier. Das ist eine Uhr mit einer dunkelblauen Lünette. Mit einem Ziffernblatt, was vom ja fast schwarzen ins Blaue läuft. Und so eine kleine Körnung hat, die entweder matt wirkt oder auch ein bisschen glänzt. Zahlen sind nicht auf dem Ziffernblatt angebracht, aber massive, dem historischen Vorbild nachempfundene Leuchtindexe, die mit ordentlich Leuchtmasse versehen sind und also nachts kräftig nachleuchten. Ich lege mal die blaue Variante am schwarzen Band weg und greife mir hier mal die grüne, eine sehr, sehr schöne Farbvariante. Auf Fotos kommt das Grün oft nicht so rüber, dann habe ich selber ein bisschen Zweifel, ob das nicht ja, zu einfach wirkt, aber die Uhr hat genau das richtige Grün, wirkt sehr, sehr hochwertig und hier läuft es eben von einem fast schwarzen in ein Grün rein. Das Band bei dieser Variante auch in einem dunklen Tannengrün. Die ganzen Kunststoffbänder hier sind deutlich besser, als man das bei klassischen ProMastern kennt. Also die sind wirklich weich und komfortabel. Schließen hier mit 20 mm an. Wirklich sehr, sehr schön. Der Gehäuseboden ist geschraubt, wie bei Taucheruhren üblich. Jetzt sagte ich immer Taucheruhren. Für den, der sich nicht so intensiv mit dem Thema befasst, 200 Meter wasserdicht ist nicht gleich 200 Meter wasserdicht. Hier steht Divers
200 Meter drauf. Und das Divers ist halt nicht nur eine Vokabel, das ist eine Zertifizierung, die dem zugeordnet ist. Das heißt, es sind echte Taucheruhren, die nicht nur intensiv druckgeprüft sind. Wir haben die verschraubte Krone, die da typisch ist. Wir haben diese extrem gute Ablesbarkeit des Ziffernblatts. Wir haben diese Drehlünette, die einseitig dreht, in diesem Fall mit 60 Klicks, also ein Klick pro Sekunde. Citizen typisch, trifft sie dann auch genau das Ende. Und hier ist ein Leuchtpunkt oben auch angebracht. Das Glas bei dieser Uhr ist ein Kristallglas, also kein Saphirglas und ist zur Seite hin etwas gewölbt, lässt viel Sicht ins Ziffernblatt. Das Reo oder die Sekundenmarkierung ist aufs Ziffernblatt aufgedruckt, sodass der Rand hier außen, wie bei der klassischen Uhr auch, silber ausgeführt ist. Wir haben hier in der Serie jetzt zur Bezeichnung dieser Uhr noch, das ist die 012109XE, gleicher Preis. Dann gibt es ganz spektakulär die Variante mit orangenem Ziffernblatt. Im Gegensatz zu den anderen Modellen ist hier die Beschriftung nicht in Weiß, sondern in Schwarz aufgebracht, aber die Zeiger weiterhin in Silber poliert. Diese Uhr hat die Bezeichnung 012001, auch zum selben Preis. Die nächste ist die ganz klassische Variante mit einem schwarzen Ziffernblatt, schwarzer Lünette und natürlich dem schwarzen Band. Das Gehäuse übrigens hier gebürstet, die Kante ist ganz leicht gebrochen, also nicht scharfkantig, ohne dass das jetzt eine zusätzliche Reflexion auslöst. Die Krone hier ist sogar mit dem ProMaster-Logo versehen. Also in dieser Preisklasse nicht üblich, dass man hier eine signierte Krone hat. Die Lünette selber ist aus Edelstahl. Ich habe die eben schon gedreht. Ihr seht, hat unten eine Riffelung, die sich ganz gut greifen lässt und oben nochmal einen angesetzten Rand. Dieses Modell, der Klassiker, ist die NY012001EE, also das Basismodell, wenn man so will, auch zum selben Preis. 30 Euro mehr, also 299, kostet die NY012958LE. Dies ist im Prinzip die gleiche Uhr wie die am Anfang vorgestellte. Allerdings wirkt sie doch ganz anders, hat sie doch ein Metallband. Als ich die Uhren bekommen habe, übrigens, diese Uhren hat mir freundlicherweise Toni Aktan von Rubingold in Lüneburg und Hamburg zur Verfügung gestellt. Der ist auch bei uns in der Facebook-Gruppe Japanische Armbanduhren. Und wenn er von diesen Preisen, die ich euch nenne, einen ordentlichen Batzen abziehen wollt, wenn ihr die Uhr kauft, fragt mal bei Toni an. Also den findet ihr in unserer Gruppe oder ist auch über Google zu finden. Vielen Dank, Toni, dass du mir die kostenlos zur Verfügung gestellt hast. Also, als der Toni mir diese Uhren geschickt hat, habe ich hier erstmal mit einem ganz einfachen Basis-Stahlband gerechnet, wie es auch für die ursprüngliche ProMaster gibt, und war doch einigermaßen überrascht. Gut, das ist kein Band in einem Qualitätsniveau, wie man es bei 700, 800 € Uhren findet, aber oft ist das Band in dieser Preislage enttäuschend und das ist es hier nicht. Wir schauen uns das mal an. Wir haben hier eine Sicherheitsschließe, das heißt dieser Bügel, dann drücken wir hier drauf und können öffnen. Und dann kommt direkt der erste Aha-Effekt. Wir haben hier eine gefräste Scherenschließe, während Seiko in dem Preisbereich oder im Qualitätsbereich, preislich ist diese Uhr deutlich drüber, etwas Gestanztes anbietet. Diese Uhr,
eine Seiko 5 Sports, GMT, ist in einem Preisbereich von 400, 500 Euro. Und ihr seht, was die anbietet. Eine 5 Sports ist auch keine Taucheruhr. Dementsprechend hat diese hier keine Taucherverlängerung. Jetzt schauen wir uns diese hier mal an. Eine Taucheruhr sollte am Edelstahlband eine Verlängerung haben. Wenn bei Seiko Tauchermodellen eine Verlängerung ist, ist das meistens hier unten ausfaltbar und bei mir oder hier drückt das ein bisschen am Handgelenk. Hier nicht so. Wir haben zusätzlich zu dieser Sicherung hier diese Riegel. Wenn ich diese ziehe, kann ich das Band so in der Länge einstellen. Ich mache mal auf, dass man so ein bisschen dahinter schauen kann. Ihr seht, wenn ich hier ziehe, wird eine Feder gelöst und ich kann zusammenschieben. Auf jeden Fall eine tolle Sache, auch nicht neu. Das hatte Citizen schon vor 10 Jahren bei diversen Taucheruhren. Diese Uhr hier eben als Listenpreis 299 Euro. Eine extrem tolle Serie, die Citizen hier auf den Markt gebracht hat. Eine wirkliche Empfehlung, auch als Erweiterung einer an sich schon kompletten Uhrenkollektion, auch zur Ergänzung zur Titan Fujizumo als Daily Rocker Super oder eben als erste Automatikuhr oder als erste ernstzunehmende Uhr. Auf jeden Fall eine tolle Empfehlung in einem Preisbereich, ja, der noch nicht so wirklich wehtut. Ich werde auch jedes einzelne Modell noch in einem einzelnen Video vorstellen, jeweils mit ein bisschen unterschiedlichen Aufhänger und freue mich, wenn ihr auch dabei dabei seid. Freue mich hier über einen Daumen nach oben. Schaut mal bei uns in der Gruppe vorbei. Wenn euch die Videos gefallen, ein Abo wäre spitze. Vielen Dank.